Leute, ich bin's wieder, euer Nitro-Küken. Und wir zocken wieder Edna bricht aus, Post L. Ja. Und was sage ich immer? Ja gut, ihr könnt's jetzt nicht sagen, aber wie immer, fangen wir einfach mal an. So. Wir waren ja hier stehen geblieben bei dem depressiven Peter, bei dem Barmann, der in zwei Richtungen guckt und... Ja, wir gehen einfach mal durch diese Tür. Also, weil, ja, ne? Ne, ihr versteht schon. Wir müssen den ja irgendwie von der Bar da weglocken. Und bei dem waren wir auch schon. Wir brauchen die Münzen für den Kaffee. Gehen wir mal da rein. Scheint es dunkel zu sein. Oh mein Gott! Überraschung! Huch! Die Petra! Das sieht mir aber ein bisschen hyperaktiv aus. Guckt euch das Grinsen des Todes an. Das Grinsen des Todes! So, reden wir mal mit der. Tja. Wer bist du? Mein Name ist Petra! Gib mir ein P! P! Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Okay. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Oh Gott. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay, versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Gott. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Kaffeeraum. Was gibt's denn? Aufenthaltsraum wäre am bequemsten, finde ich. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Ja, es ist ja, ziemlich schön hier eingerichtet. Also ich denke mal schon, du Verrückte. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Huch, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind drei Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Okay. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Ja gut. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Ja, wenn man halt eine Magenverstimmung oder sowas hat, dann hat man es ja nicht. Ja. Na gut. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett.
Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Oh, das klingt ja interessant. Dann lass uns ja noch schön feiern. War ja noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Kann man da irgendwas noch nehmen? Lichtschalter, Facebar, was? Na, machen wir mal Licht aus. Gehen mal raus, vielleicht können wir dann. Ich denke mal, ihr werdet jetzt eher weniger sehen. Chips, kann man die nehmen? Die kann man ja nehmen. Deko. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. Okay. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Mhm. Okay, gut. Also ich denke mal, jetzt kann man hier nicht mehr viel machen. Dann gehen wir mal raus, oder? Nee, Poki, lass mal erstmal noch. Das machen wir dann im äußersten Notfall. Da war das mit dem Wäschelift, glaube ich. Ja. Also das Spiel, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Das macht erstens mal richtig Laune. Und zweitens muss man auch wirklich ein bisschen ein Stück weit überlegen, was man mit was macht. Vor allem habe ich auch mal einen Tipp bekommen, ich soll ja auch alles mit allem ausprobieren. Das ist Yuppie, der das Telefon. Hm. Ist da noch irgendwas drin? Dino! Lass das! Ich muss wissen, wie es ausgeht. Okay. Die Polizeimarke verpasst keinen Tatort. Unrealistisch, aber spannend. Ja, okay. Hände hoch! Ich muss dieses Telefon konfiszieren! Niemals! Da könntest du ja gleich mein Herz konfiszieren! Meine Seele! Und die Luft, die ich atme! Was geht das schon? Mann, komm mal runter, Alter! Anscheinend können wir von dem nicht viel hier kriegen. Was hältst du von diesem Typen, Harvey? Ein obsessiver Börsenspekulant auf Entzug. Nichts Ungewöhnliches. So, da können wir nicht viel Großes machen. Da weg. Piek's mal. Willst du mein spitzes Stuhlbein? Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Nein, nein, behalt's ruhig. Ich habe es nicht eilig. Diese Anti-Haltung ist genau der Grund, warum dein Leben so unnütz ist. Willst du es schriftlich? Will ich was schriftlich? Dein Leben ist vergurkt. Wie ein teurer Gebrauchtwagen, nicht versichert und gegen die Wand gefahren. Danke, schon gut. Ich denke, das kann ich auch so behalten.
wie depressiv. Soll ich dich von deinem Leiden befreien? Welches Leiden meinst du? Naja, das Gesicht, die jammervolle Erscheinung, der fehlende Lebenszweck, das unstimmige Gesamtgefüge der überflüssigen Peter-Existenz halt. Ich komme drauf zurück. Oh, junger Vater, was hat ein Captain Unbrauchbar mit Peter zu tun? Wenn Captain Unbrauchbar Kryptonit ist, leidet er tagelang unter starken Depressionen. Das und vieles mehr sehen Sie demnächst bei... die Metal Let's Play Mysterien, keine Ahnung. Kann man den dann irgendwie hier abmetzeln? Willst du dieses stumpfe Buttermesser? Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Nein, ich habe... Diese Hammer, ja, schon gehabt. Das ist dann mit der Gabel. Das Leben ist wie eine Suppe, die man mit großen Löffeln essen sollte. Aber du, Peter, hast nur eine Gabel. Kitzeln? Willst du einen Topf? Wozu? Mein Leben köchelt nur noch auf Sparflamme. Ich hau dich mit den Topflappen. Du erinnerst mich an diese Topflappen, Peter. Ach ja? Weniger an den Topf und mehr an den Lappenanteil, zugegeben. Aber ja, du hast was Topflappiges. Was ein Lappen? Magst du Ketchup? Etwas Ketchup zum Selbstmitleid? Wozu? Dadurch wird mein Leben auch nicht weniger ungenießbar. Etwas Senf zum Selbstmitleid? Wozu? Ja, das haben wir ja auch schon gehabt. Haben wir das? Allgemeine Stimmungs... Das haben wir ja schon gehabt. Dann zerschneiden wir dich, Peter. Willst du die Zickzackschere? Zumindest bis ich einen Strick oder ein... Cocktailkarte. Möchtest du noch einen Drink? Ich habe noch einen, danke. Mein Glas ist schon seit Stunden halb leer. Wow. Wie war das mit einem Optimist, mit einem Pairlist? Irgendwie halb leer und halb voll, oder wie war das? Keine Ahnung. Willst du was zu knabbern? Ich habe schon genug an meinem Leben zu knabbern. Ich wette, es schmeckt ziemlich fad. Wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Und dann nur noch ranzige Leberwurst im Haus. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Geh ich mal hier hin? Geht dann das Licht an? Halleluja! Ja! Okay, gut. Also, man darf ihm keinen Dip geben, ansonsten kriegt er... Ne? Den gucke ich jetzt mal auf die Uhr. Also, den haben wir jetzt schon mal weg. Ey, aber zeitweise ist es so simpel. So muss ich jetzt wahrscheinlich immer alles mit allem ausprobieren. Aber die Aufnahme ist auch schon wieder leider zu Ende. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und viel Spaß beim Weitergucken unserer Videos. Und ja. Bis dann, haut rein. Und tschüss.